Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Lernt von mir, sagt Jesus. Hier spricht Traude Brün aus Grünstadt. Hallo. Die Bedienungsanleitung fürs Handy, das neue Computerprogramm. Vegetarisch kochen für den Patensohn. Ständig muss ich dazulernen. Das mit dem Lernen hört überhaupt nicht auf. Als Kind hatte ich ja die irrige Vorstellung, dass man irgendwann ausgelernt hat. Ausgelernt, dieses Wort gibt es tatsächlich in unserer Sprache. Aber es bezeichnet eine Sache, die es schlichtweg nicht gibt. Ausgelernt haben wir nie. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Schulabschluss gemacht, ein Examen bestanden, wurden freigesprochen in einem Handwerk, aber ausgelernt haben wir nie. Solange wir leben, lernen wir. Ich gestehe, manchmal habe ich keine Lust auf das Dazulernen, sich wieder und wieder in was Neues reindenken. Das ist anstrengend. Und wenn ich an meinen PC denke, manchmal auch richtig nervig. Aber es hilft ja nichts. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Und ja, das gilt auch für die Dinge des Glaubens. Da kann man auch nicht stehen bleiben bei dem, was man mal gelernt hat als Konfirmandin vielleicht. Da muss man auch dazu lernen, in jeder Lebenslage, in jedem Lebensalter neu. Bekanntermaßen hat Jesus Jünger um sich gesammelt und Jüngerinnen. Was wir üblicherweise Jünger nennen, heißt in der biblischen Ursprache wörtlich übersetzt Schüler. Jünger sind Schüler, erwachsene Menschen, die ihre Konfirmation längst hinter sich haben, fertige Berufsausbildung, Familie gegründet. Jesus nennt sie Schüler. Kommt und lernt von mir, sagt er. Denn im Glauben lernt man nie aus. Was haben Sie zuletzt gelernt im Glauben? Barmherzig umgehen mit den Fehlern anderer, um Verzeihung bitten für die eigenen, Geduld haben, Gott vertrauen auch in schwerer Zeit, loslassen, beten, sich selbst annehmen, sich aussöhnen mit der eigenen Lebensgeschichte, Gott und den Mitmenschen Danke sagen, großherzig geben, anderen dienen, den ersten Schritt tun zur Versöhnung. Lernt, Gutes zu tun, sagt die Bibel. Lernt, denn ausgelernt haben wir nie. Übrigens, am Donnerstag beginnt in ökumenischer Gemeinschaft wieder ein Alpha-Kurs. Das ist ein Glaubenskurs. Diesmal digital. Wenn Sie schnell sind, können Sie noch mitmachen. Beten wir. Jesus, manchmal habe ich keine Lust zu lernen. Sich auf Neues einlassen, sich verändern, das ist anstrengend. Bring mich in Bewegung durch deinen Geist, dass mein Glauben nicht auf der Strecke bleibt. Dass ich mich weiterentwickle. Bring mich voran dorthin, wo du mich haben willst. Du weißt ja, was gut ist für mich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.